und herzlich willkommen. Heute möchte ich dir die Umkehrstellung Viparita Karani zeigen. Viparita Karani heißt übersetzt auch tatsächlich Umkehrstellung. Eine Umkehrstellung ist ein Asana, wo die Beine höher sind als der Oberkörper, wie zum Beispiel Handstand, Kopfstand oder Unterarmstand. Das Schöne an Viparita Karani ist, dass wir die Beine an der Wand hochlegen und mit dem Gesäß auf einem Kissen liegen. Das hat eine sehr entspannende Wirkung und gehört damit zu den regenerativen Asanas. Wir brauchen für Viparita Karani ein sogenanntes Bolster, ein Yoga-Bolster. Diese haben meistens eine Füllung, dieses Kissen hat eine Dinkelfüllung. Hier sind kleine Dinkelkerne drin, so dass man sich die Festigkeit des Kissens anpassen kann. Es sollte von der Festigkeit so sein, dass dein Gesäß später, wenn wir darauf liegen, eine gute Haftung hat und das Kissen nicht so überfüllt ist, dass du runterrollst. Des Weiteren brauchen wir eine Decke als Kopfunterlage und einen Yoga-Block als Abstandshalter für die Wand. Wenn du kein Yoga-Bolster hast, ist das nicht schlimm. Du kannst zum Beispiel eine Decke falten und diese auf die Höhe von einem Bolster bringen. Ungefähr so. Würde man sagen, das sind so 10-15 cm. Oder auch sogar noch eine zweite Decke. Alternativ hast du vielleicht ein Seitenschläferkissen oder ein rundes Couchkissen, was ein bisschen fester ist, was du verwenden kannst, oder ein Meditationskissen. Diese Gegenstände brauchst du für Viparita Karani heute. Was macht Viparita Karani? Es gilt als ein sogenannter Jungbrunnen. Es beruhigt das Nervensystem, entlastet die Beine und sorgt für eine schöne, tiefe Atmung. Du kannst Viparita Karani in deine Yogastunde einbauen, gegen Ende, vor der Endentspannung. Du kannst Viparita Karani aber auch einfach vor dem Schlafengehen praktizieren, damit du besser einschläfst, oder zwischendurch mal am Tag, wenn du Ruhe und Entspannung brauchst. Es ist wirklich ein sehr schönes, angenehmes Asana. Ich werde jetzt zeigen, wie wir in Viparita Karani reingehen. Ich zeige es einmal vor, sodass du jetzt zugucken kannst und später, wenn wir gemeinsam reingehen, nicht immer auf dein Bildschirm gucken musst. In diesem Sinne, schau jetzt erstmal zu. So, eine Decke lege ich weg, ich habe hier ein Bolster. Jetzt nehme ich den Block auf die flache Seite und lege ihn an die Wand als Abstandshalter. Dann lege ich mein Bolster direkt davor. Jetzt siehst du, jetzt rutscht es nicht gegen die Wand. Die Decke für den Kopf habe ich schon mal griffbereit. Was ein bisschen schwieriger ist bei Viparita Karani, ist das sogenannte Einparken. Aber das kriegen wir auch hin. Und zwar machen wir das Ganze seitlich. Wir setzen uns seitlich erstmal drauf auf das Kissen und nehmen dann das Gesäß so gut wie es geht an die Wand. Die Beine sollen ebenfalls die Wand berühren. Dann legen wir uns langsam zurück und nehmen die Decke als Kopfunterlage. Die Decke berührt dann nur noch den Kopf und die Schultern liegen nicht auf. Du kannst dich dann nochmal nachschieben, nachjustieren, sodass das Gesäß wirklich ganz an der Wand ist. Dann richte dich noch mal gerade aus, so dass Schambein, Bauchnabel und Brustbein in einer Linie sind. Die Hände sind 45 Grad weg vom Körper und die Beine sind aktiv, wie in einer Standhaltung, zum Beispiel in der Bergposition. So, das wäre jetzt die Endhaltung. Hier kann man dann je nach Wunsch liegen bleiben, 2, 3 oder auch 5 bis 10 Minuten. Um rauszukommen, nimmst du erstmal die Kopfunterlage ein Stückchen zurück
und schiebst dich dann einfach gegen die Wand, rutscht zurück. Das Gesäß kommt dann auf die Matte und dann kannst du die Schienbeine kreuzen, die Kopfunterlage wieder anpassen. Dann ist der Rücken flach. Hier bleiben wir dann noch eine Weile und dann rollen wir wie immer über die rechte Seite wieder zum Sitzen. Rechter Bizeps macht ein Kissen und kommen dann in eine Sitzhaltung. So, wir gehen da jetzt zusammen rein. Wenn du jetzt schon sagst, die Demonstration hat mir gereicht, kannst du das Video gerne ausmachen und dann einfach für dich so lange liegen bleiben, wie es dir gut tut. Wenn du nochmal mit Anleitung rein möchtest, machen wir das jetzt zusammen. Die Kopfunterlage ist griffbereit. Du legst den Block an die Wand. Das Bolster gut davor. So, dann gucken wir, dass wir hier seitlich einmal einparken. Du nimmst jetzt schon das Gesäß so gut wie es geht an die Wand und guckst auch gleich, dass du mittig liegst. Dann legst du den Oberkörper ab und ziehst dir die Decke bis zum Schulterdach. Dann justierst du jetzt nochmal nach, nimmst das Gesäß an die Wand. So, prüfe, ob Schambein, Bauchnabel und Brustbein in einer Linie sind. Dann leg die Hände mit den Handflächen nach oben, die Arme sind 45 Grad weg. Guck deine Beine an. Halte deine Beine aktiv, das heißt, die Füße sind etwas geflext. Und ja, es ist durchaus möglich, dass es auch leicht die Beinrückseite dehnt. Achte darauf, dass dein Brustkorb geöffnet ist und dein Brustbein Richtung Kinn geht. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen. Und dann nimm ein paar Atemzüge in den Unterbauch. Und geh in eine fühlende Wahrnehmung. Vielleicht merkst du, wie deine Beine leichter werden, weil das Blut nach unten strömt. Merke auch, wie der Atem deinen Brustkorb bewegt. Und wenn Gedanken auftauchen, lass sie einfach vorbeiziehen wie Wolken am Himmel. Die Gedanken kommen, die Gedanken gehen, aber du misch dich nicht ein. Sollten Gedanken zu stark sein, fokussiere dich wieder mehr und mehr auf die Atmung. Atem fließt ganz natürlich, langsam und gleichmäßig, ohne dein Zutun. Lass deine Handflächen ganz weich werden. Und nimm die Zunge vom Gaumen.
Dann liegt es hier ungefähr 2 Minuten in kompletter Stille liegen. Dann vertiefe deine Atmung wieder etwas. Geh langsam raus. Kannst dich mit den Beinen, den Füßen in die Wand drücken. Musst die Kopfunterlage ein bisschen wegschieben. Dein Gesäß wird dann einfach vom Polster runterblocken oder von der Decke. Und dann legst du deine Schienbeine gekreuzt auf das Polster rechts vorne. Kopfunterlage ist dann wieder korrekt, sodass sie dein Schulterdach berührt. Dann wechsle die Schienbeine, links ist vorne, Kreuz andersherum. Dann rollen wir auf die rechte Seite. Entferne die Kopfunterlage und mach mit dem rechten Bizeps ein Kissen und zieh die Knie nochmal hoch Richtung Brustkorb. Wenn du jetzt zum Sitzen kommst, presst du dich in die linke Hand und lass den Kopf gesenkt, bis der Oberkörper aufrecht ist. Dann kannst du dich nochmal in eine dir bequeme Sitzhaltung setzen. So, das war Paritta Karani. Ich hoffe, es hat dich entspannt und es hat dir Spaß gemacht. Du kannst das, wie gesagt, jederzeit für dich alleine praktizieren, in deinem eigenen Tempo und in der eigenen Länge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Namaste.